Ich gratuliere heute der Feuerwehr Torgelow, Ortsfeuerwehr Holländereif, zu ihrem neuen LF10. Die Feuerwehr Torgelow hat das wirklich verdient. Ich freue mich da sehr drüber, dass das jetzt geklappt hat. Wir haben 5 Jahre lang Planungszeitraum gehabt. Wir haben 4 Jahre lang um die Finanzierung gerungen. Jetzt ist das Fahrzeug da. Die Feuerwehr Torgelow ist wirklich eine Vorzeigefeuerwehr. Ich sage überall, dort könnt ihr hinfahren zu fachlichem Austausch. Da kann man was dazulernen. Und für uns als Landkreis ist die Feuerwehr immer ein verlässlicher Partner, ob das im Katastrophenschutz ist oder in anderen Sachen. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ja, erstmal ist es heute ein sehr schöner Tag für uns. Wir können heute für unsere Ortsfeuerwehr in Holländerei ein neues Löschgruppenfahrzeug LF10 in Dienst stellen. Dieses Fahrzeug ist konzipiert für die Einsatzzwecke in unserem Ortsteil, hauptsächlich natürlich auch für unsere waldigen Gebiete, die wir hier haben. Wir haben große Waldflächen, die auch in Brand geraten können, wo wir auch viele Einsatzlagen fahren. Das Fahrzeug ist mit Allradantrieb ausgerüstet, ist höher gebaut. Wir haben einen 2000 Liter Wassertank, um auch in der Ortslage schnell mit Wasser helfen zu können, weil wir da ausschließlich Wasserannahmestellen aus Saugbrunnen haben. Und das Fahrzeug hat ebenfalls einen 10.000 Liter Faltbehälter, um auch hier wassermäßig bei größeren Waldbränden tätig werden zu können und auch Wasser zwischenspeichern zu können. Das Fahrzeug ist für eine Gruppe ausgelegt. Wir können 9 Kameraden zum Einsatzort bringen und ist auf den neuesten technischen Stand ausgerüstet und ist für die Ortsfeuerwehr eine große Bereicherung und natürlich auch für uns als Stadt Torgelow, für den abwehrenden Brandschutz und auch für die technische Hilfeleistung unverzichtbar.